Wer ist Jesus Christus? Diese Frage haben sich schon viele Menschen gestellt. Das war damals so, als Jesus leibhaftig und lebendig in Israel sein Werk vollendet hat und mit den Jüngern gearbeitet hat. Und auch heute ist diese Frage, wer Jesus Christus ist, ein Thema, was viele auch aufwühlt und wo sie nicht so recht wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Einerseits wird von Gott geredet, vom Heiligen Geist und von Jesus Christus. Und es ist schwierig, da irgendwie eine Klarheit hineinzubekommen, wenn man eben auf menschliche Art und Weise darüber nachdenkt und, sag ich mal, zu sehr auch mit seinem Verstand arbeitet und die geistliche Intensität und die Hintergründe und das Glaubensfundament nicht richtig begreift. Und da müssen wir ja auch jeder ganz persönlich auch zugeben, dass er da an seine Grenzen kommt. Und da ist keiner irgendwie klüger oder besser oder verständiger als der andere. Das, was wir über Jesus Christus wissen dürfen, das muss uns Gott selbst offenbaren. Und das macht er durch sein Wort, durch den Heiligen Geist in den Gläubigen und eben auch nach dem Maß des Glaubens. Auch der Glaube hat ein Maß. Nicht jeder glaubt gleich. Aber viele auch, die gerettet werden durch die Vergebung der Sünden, durch diesen expliziten Glauben, die haben die Erlösung. Und da wird sich auch nichts mehr daran ändern. Wer einmal ein Kind Gottes ist, der bleibt es auch. Das sagt die Bibel ganz klar. Und wenn es Stellen gibt in der Bibel, wo man vielleicht meinen könnte, es ist doch nicht so klar, dann ist das kein Widerspruch in dem Sinne. Dann müssen wir das einfach auch ein Stück weit stehen lassen. Aber die Bibel widerspricht sich nicht. Und wenn an anderer Stelle etwas steht, was zuvor eigentlich ganz klar in die richtige Richtung geht, dann müssen wir davon ausgehen, dass das eben ein Verständnisproblem ist und dass das eben auf eine andere Art und Weise gemeint und interpretiert wird und verstanden werden muss, als wir das im Moment einfach können und verstehen. Gott ist und bleibt der Wahrhaftige, der Ewige, der Allmächtige, Allgegenwärtige, Allwissende Gott. Mit ihm haben wir es zu tun und wir können die Ewigkeit nicht denken. Das ist uns zu groß. Gott lebt außerhalb unserer Dreidimensionalität. Er steht über der Zeit, über den Raum. Er ist größer und gewaltiger, als wir das je begreifen können. Und auch sein Wort hat noch viele Dinge und Geheimnisse, die wir auch nach jahrelangem Studium immer noch nicht richtig erfassen und verstehen können. Das war, ist heute so und das war damals ganz genauso. Als Jesus zum Beispiel mit den Juden gesprochen und gestritten hat, und das ist ja öfter der Fall gewesen, die haben ihn ja abgelehnt. Das heißt in der Bibel, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Gott wurde abgelehnt und das ist auch heute noch so. Und ich will jetzt mal einen Text lesen, der steht in Johannes 2, Verse 18 bis 21, wo Jesus Christus als Mensch ganz persönlich auch ganz deutlich gesagt hat, wer er ist. Nur haben es die Juden nicht verstanden. Da steht Johannes 2, 18 bis 21. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Also hier ist auch ganz klar ein Missverständnis. Jesus hat ein Beispiel genommen, hat den Menschen versucht klarzumachen, worum es geht, aber sie haben es nicht verstanden. Und ich habe diesen Text ganz bewusst ausgesucht, weil ergänzend möchte ich jetzt etwas vorlesen, wodurch ganz deutlich wird, wer Jesus Christus ist. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 32 bis 33. Denken wir an das, was wir eben gelesen haben in Johannes 2. Da steht Apostelgeschichte 2. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat. Von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Also, wir lesen hier, dass
nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, zur Vergebung der Sünden an die, die an ihn glauben. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und vorhin haben wir in Johannes 2 gelesen, dass Jesus mit den Juden gesagt hat, dass er den Tempel abreißen wird und in 3 Tagen wieder aufbauen möchte. Und er hat dann noch ganz klar zur Erklärung gesagt, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Diese 3 Tage waren die Tage, in denen Jesus gestorben ist, in denen er im Grab lag. Und nach 3 Tagen oder am 3. Tage ist er dann auferstanden. Und er hat gesagt, in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Er will es tun. Und Apostelgeschichte heißt es, Gott hat ihn auferweckt. Jesus Christus ist Gott. Ganz eindeutig. Die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Und anhand der Bibel können wir die Dinge erkennen, die Zusammenhänge verstehen und begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Jesus Christus ist Gott als Mensch. Das Wort Dreieinigkeit gibt es in der Bibel zwar nicht, aber vom Sinn her gibt es das schon. Es gibt Jesus Christus als den Sohn, es gibt Gott als den Vater und es gibt den Heiligen Geist als die Kraft Gottes. Auf die Art und Weise hat Gott zu den Menschen auch geredet und hat sich selbst offenbart und gezeigt. Und damit haben wir es auch heute noch zu tun. Und die Zeugen Jehovas glauben das so nicht. Das ist ein ganz fataler Irrtum. Sie ehren Jesus nicht so, wie sie Gott ehren und umgekehrt. Wenn sie Jesus Christus nicht als den anerkennen, der er ist, dann glauben sie ein anderes, ein falsches Evangelium. Und das zählt nicht nur für die Zeugen Jehovas, das zählt auch für alle anderen, die Jesus Christus nicht als das sehen, was er ist. Auch im Islam wird Jesus zwar verehrt, aber er ist dort nur ein Prophet, ein untergeordneter Prophet. Auch das ist eine falsche Botschaft. Oder auch in der Esoterik wird Jesus vielleicht als der erste Esoteriker überhaupt bezeichnet. Und das ist auch ein ganz verkehrter und fataler und ein nichtsnutziger Glaube, der zu nichts führt, der keinen Sinn und keinen Zweck hat. Aber Jesus Christus, der Gekreuzigte, wie Paulus das auch immer wieder in seinen Briefen betont, dass er an Jesus glaubt, und zwar ihn als gekreuzigt. Und das ist auch das, was wir glauben sollen, was uns letztlich rettet und von unseren Sünden befreit, nichts anderes. Deswegen die Betonung auch in Johannes 14,6. Niemand kommt zum Vater, also zu Gott, außer durch mich. Gott selbst bereitet den Weg. Jesus ist die Tür und er ist der Weg in den Himmel. Und wenn Menschen an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben, dann ist das eine höchst einseitige Angelegenheit. Nicht wir haben uns für Gott entschieden, sondern Gott hat sich für uns entschieden, wie es in der Bibel heißt. Nicht wir haben uns selbst erwählt, sondern Gott hat uns erwählt in Jesus Christus. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Das kriegen wir nicht in unseren Kopf hinein, das ist klar. Das ist zu hoch, zu wunderbar, zu herrlich, zu fantastisch. Aber es ist Gottes Wort und Gottes Wort ist es vertrauenswert. Gestern, heute und auch morgen. Gott segne euch.